Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Rüstungsinsel DLC. Ja, meine Stimme klang gerade ein bisschen komisch. Egal. Das Rüstungsinsel DLC. So, ich sag immer die am Anfang. Ja, seht ihr da hinten dieses Dojo, wo wir hin müssen? Ja, merkt es euch gut ein. Da werden wir heute noch nicht hingehen. ja, wir fangen immer noch ein bisschen weiter Pokémon, weil der Untertitel von Pokémon heißt ja, schnappt sie euch alle und ich spiele die Story so schnell wie möglich durch. Ne? Okay, und ja, ich würde dann sagen, wir machen weiter mit Fangen. Ich habe ehrlich gesagt einige Sachen hier vorbereitet. Und zwar, boom, guckt euch das an. Ich habe einige Pokémon aus Eier schlüpfen lassen, weil Pokémon von Level 60 hoch zu trainieren, um ein Level dauert schon ganz schön lange. Und ich will keine Sonderbonbons verbrauchen, deswegen habe ich eine Alternativlösung gefunden. Ich habe die Pokémon, von denen ich die Entwicklung dann brauche, kurz mal mit einem Ei schlüpfen lassen, ne? Und ja, die von Level 1 zu, keine Ahnung, Level 25 war, glaube ich, Quapsel, Krakele auf Level 40 zu bringen, das wird nicht so lange dauern. Deswegen, ja, habe ich da auf diese Weise gemacht. Ich habe Eier von denen schlüpfen lassen, damit ich die Entwicklung schnell erreiche. Und ja, das heißt, wir kriegen hier ein paar Pokédex-Einträge wieder durch Entwicklung. Und ja, ich habe außerdem gemerkt, hier ist irgendwie ein Pokémon, das ich gar nicht kenne. Wer bist du? Emantis. Oh doch, das ist aus Sonne, Mond, glaube ich. Weiß nicht. Wie gesagt, Sonne und Mond sind die Pokémon, die ich leider noch nicht so kenne, weil ich es nicht so weit gespielt habe. Oh, egal, wir fangen das Viech. Ich glaube, das Viech, die Entwicklung von dem Ding kenne ich, aber das ist so ein Mantis halt, ne? Deswegen halt Emantis. Ich bin ein Mantis. So, ich habe übrigens ein paar Pokébälle jetzt gekauft, ne? Und, oh. Okay. Oh, nee, tu mir das jetzt nicht an. So, du bist eine Vorentwicklung. Komm. Wird schon klappen mit dem Pokéball. Los, schließ dich mir an. Solarstrahl. Oh nein, die Sonne ist hier am Leuchten. Am Strahlen, meine ich. Okay, Jäger, das hältst du aus. Ist Level 90 bis 30 Level höher. Weil. Also, dass der dadurch drauf geht. Habe ich auf jeden Fall nicht gedacht, aber der wenig Schaden bekommt, meine ich. Oh mein Gott, ehrlich. Komm. Gott. Ja, und dann schwächen wir dich wieder. Wer du setzt schon wieder Synthese ein. Ja, den ganzen Tag machen wir. Nee, sogar schon wieder. Gott. Das wird schon nicht so wehtun. Ah, dieser Final Flash aus dem Himmel. Jetzt kommt ein Superwurf, ist klar. Den ich dich hier schon voll geschwächt habe und ich dich wahrscheinlich sowieso fange. Ja, ja. Gott, verdammt mich. Da, so, warum meine Pokémon übrigens schon so ein paar Level höher sind, weil ich einen Kampf so in der Naturzone gemacht habe. Um die halt ein bisschen schneller ja voranzubringen. Fremantis wurde ein Eintrag eingefügt. Wenn es im Sonnenlicht bad, gibt es einen lieblichen Duft ab, durch den Käfer-Pokémon angelockt werden. So, cool. Ich gehe hier übrigens auch ganz sortiert gerade alles nach. Ne? Ich habe schon mal alle sortiert, von denen ich die Entwicklung und so habe und von denen es keine Entwicklung möglich ist. Das hier sollte ich vielleicht wegpacken. Aber ich komme irgendwie an die Entwicklung nicht ran. Wegen halt, ja. So, jetzt habe ich schon wieder durcheinander gemacht, egal. Zuneigung habe ich jetzt keinen Nerv für. Da muss ich noch Dinger machen. Ja, das Ei muss ich noch ausbrüten. Das von Stern Starmie Sternduo, ne? Werde ich im Laufe der Zeit auch mal mitnehmen, wenn wir in dem Part schon schaffen. Und ja, dann fangen wir jetzt mal weiter. Ich habe da links eine Höhle gesehen. Lass mal da reingehen. Wir waren in der letzten Part hier so in der Höhle, ne? Ja, ich entschuldige mich dafür, dass es so lange dauert, bis ich mich um die Story kümmere, aber komm. Ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt, weil ich bin sowieso schon überlevelt für die Story, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir hier die eine, den Kampf mit der einen hier so vergleiche, die noch so Level 60 Pokémon maximal hatte. Ich bin so oder so schon 10 Level höher, deswegen, ja. Ich will mir erstmal gucken, was es hier für Pokémon alles gibt, ne, komm. So, also von dem, was ich sehe, gibt es jetzt keine
neuen Galar-Pokémon, ne? Sind nur noch alte. Was bist du? Du bist Kloptopus, heißt du, ne? Da ist ein Tentara. Habe ich schon per Ei entwickelt. Stüpfen lassen, meine ich. Schon, was ich meine. Brocken-Rüstungserz. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Die kriege ich schon durch deine Raids hier in der Naturzone. Also im Hauptspiel schon. So, Schadira. Boom. Und wisst ihr noch, wie das Pokémon so selten war damals? Nur in der Safari-Zone ist das hin und wieder mal aufgetaucht. Und dann muss er auch noch erstmal Glück haben, das zu fangen. Weil irgendwie so eine riesige Fangrate hat, glaube ich. Boah, ehrlich. So. Donnerwelle bitte. Danke. Aethera entwickelt sich dadurch Tausch oder durch Zuneigung. Ich weiß es gar nicht. Egal. Los, machen wir diesen HP-Tank nieder. Schanera ist halt sehr zerbrechlich, deswegen ja. War irgendwie klar. Ich habe das Gefühl, das Ding kann Risiko-Tackle. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal jetzt schon zu fangen. Erstmal mit einem Superwurf, der wäre jetzt gut. Der wäre jetzt richtig doll. Ah. Ich wusste es. Ich habe sowas von gewusst. Ich wusste, das Ding kann Risiko-Tackle. Deswegen habe ich es nicht geschwächt. Dann wäre es nämlich jetzt tot. Ne? Wer weiß, wie selten das Viech hier ist. Vielleicht werde ich das nie wiederfinden. Setzt euch ein. Hauptsache, du setzt noch weich ein, nebenbei ein. Ich wieder hoch sein. Vor allem, wie du wirklich gar kein AP irgendwie dadurch abgezogen. Habe ich gerade Trugschlag eingesetzt. Na, oh Gott sei Dank. Weiß nicht, mein Gehirn war gerade abgestellt für eine Sekunde. Dreck. Was ist das? Los, komm, komm. Komm. Oh, echt. So, ich muss nur aufhören, dass ich jetzt auf X drücke und nicht A. So, könntest du mal aufhören, meinen Jäger beinahe zu töten? Hätte der ihn getan? Der will ich doch nur verletzen, damit ich dich besser fangen kann. Boom. Zack. Good. Okay. Und Schalera müsste eigentlich eine Menge Erfahrungspunkte geben, weil es eine Menge AP hat, ne? Oh ja. Geil. Regentan, Zweck der Welt. Ich glaube, Quapste entwickelt sich jetzt, ne? Nein, mir ist egal, was ihr alles lernt. Ich benutze euch nur, um euch zu entwickeln und den Eintrag zu bekommen. Ich glaube, Sankabu entwickelt sich auch erst voll spät, ne? Aber schauen, haben wir ja alles Zeit für. So, Quapste. Entwickle ich zu dem Lieblings-Pokémon meiner Mutter. Putze. So, neuer Eintrag. Also zwei Einträge schon mal. Wer länger auf seinen Bauchspirale blickt, wird schläfrig. Manche Leute nutzen dieses anstelle eines Schlaflied, damit ihre Kinder einschlafen. Sind da nicht irgendwie die Gedärme? Und hat nicht durch Quapsel irgendwie letztens gelernt? Seine Eier sind äußerst nervt und schmecken köstlich, weshalb sie als erlesenes Kochzutat gelten. So. Gut. Dann können wir wieder zwei Pokémon hier wegpacken. Kaputzi brauchen wir nicht mehr. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Mein Gott. So. Dich entwickeln wir gleich. Und lass das Ei ausschlüpfen. Das glaube ich Stern, du, ne? Flop, hier hast du 371. Cool. Und die anderen Pokémon folgen noch bald. Keine Sorge. So, ich muss mal Jäger hochheilen. Nee, ich brauche einen Top-Top. Alles klar, so. Weiter. Das Fangabenteuer geht weiter. Riesenpass. Ich bin noch nicht ganz, ne, ist gar nicht die gleiche Höhle, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich kenne den Ort hier noch nicht auswendig, deswegen weiß ich halt noch nicht, wo ich schon war und wo nicht. Ne, von hier bin ich gekommen, oder? Ich glaube ja. Okay, ihr alle geht weg. Mich interessieren nur neue Pokémon. Ihr seid nur kleine Spielzeuge für mich. Vielleicht bin ich auch noch geile Items. Ne?
So schlechte Items habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden. Nee. Sternstück brauche ich nicht. Da ist eine TM, glaube ich. Oder TP. Ein bisschen doof wäre. Hab's die TP. Ich glaube, die letzte war Hitzeklauen. Die hatte ich auch schon, ne? Also ich kann ja gar keinen neuen finden. Aber ein bisschen doof. Egal. So, das ist noch ein Schanera. Sollen wir noch mal plätten? Komm, wir plätten das mal. Schanera gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Also nutzt der verkackt noch mal aus. Boom, Ableitieb. Ein Schlag weg, ne? Boom. Ja. Und Glück haben, kriegen wir noch ein paar Entwicklungen jetzt. Boom. Okay, 5000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, kein Pokémon in der Naturzone gibt so viele Erfahrungspunkte. So. Ich glaube, Wuffels müsste sich entwickeln. Ja. Wapp. Oh, Wuffels entwickelt sich. Dann ist es in die, ja, in die Tagform. Das heißt, der Pokémon hatte ich mein Team hatte in Sonne. Ich fand, das Ding war cool. So, ein ruhiges Pokémon, das stets mit Bedacht vorgeht. Seine Steinmähne ist rasiermesserscharf. Außerdem ist, es kein normales, ein langweiliges Normal-Pokémon, das ist ein Gestein-Pokémon. Was ich krass fand. Damals jedenfalls. So. Wolverock. Ja, du kommst hier hin, blab. Blab, ja, ich weiß. So, ich habe gleich einen Stern, du, da kommt hier hin. Ist alles sehr kompliziert hier, okay. So, ich weiß nicht, wann es das Ding entwickelt. Okay, das war es hier mit den neuen Pokémon, die ich ja entwickeln kann. So. Ja, noch neun Level, das andere war auch noch ein paar Level. Ich glaube, die entwickeln sich also per Level 30er irgendwie 40. Ja, schon wieder ein. Okay. Ja, jetzt nicht die ganze Zeit hier an Chenera hochleveln, um mein Pokémon zu entwickeln. Ich will auch Pokémon fangen, halt neue, wenn es geht. Na, mal schauen, können wir mal vielleicht im nächsten Part hier Story weitermachen, wenn ich so halbwegs mehr oder weniger ein bisschen vorangekommen bin hier. Meine Pokédex-Komplettierung. Aber im Moment ist es noch egal. Egal. So. Bin ich hier so rumgefahren schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, von hier war ich schon mal, glaube ich. Ich glaube, ich hier an einigen Orten erstmal hin. Oh Gott. Ein Gyarados. Oh nein, ich schon wieder so Nebel, ich sehe ja nichts. Ich wünsche, man könnte Wetter ein bisschen manipulieren, ne? Ja, manchmal ist Nebel ganz schön nervig, wenn du irgendwie was suchst und ja, du siehst halt nichts. Kann es wagen, Wetter zu existieren in diesem Spiel? Realität, normal. Hm? Keine Ahnung. Mein Gehirn ist abgestellt. Ich konzentriere mich gerade nur aufs Fangen. Alles andere ist unwichtig. Was, wie ich heiße, unwichtig. Können wir versuchen zu angeln oder so. Da sind bestimmt auch neue Sachen, aber. Na, verschwende ich hier meine Zeit und ja. Da habe ich keinen Bock. Da ist ein Diner Raid. Lass mal gucken. Was da wesentlich zur Auswahl steht. Das ist die Entwicklung von Haspiroh. Oh. Problem ist, der Fang ist nie garantiert, deswegen. Na, schaffe ich jetzt das Ding zu besiegen? Das Ding schaffe ich auf jeden Fall zu besiegen, aber nicht zu fangen. So, Stern, du. Bei spätsommerlichen Strandbesuchen kann man eine Gruppe von Sternen begegnen, in deren Kern in gleichmäßigen Rhythmus aufblinken. Ja, war nicht bei Mistys Stern nur immer so, immer wenn er K.O. gegangen ist, hat er so geblinkt, so dünn, 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 dünn. Die Anime hat irgendwie merkwürdige Sachen an einigen Stellen. So, du, weil du bist schon sehr lange nicht mehr Part des Teams gewesen, glaube ich. So,
Ich glaube, du bist nicht die Vorentwicklung von dem, was ich gerade gefunden habe, ne? Also gerade letzten Part. Schon wieder ein Chanera. Finde ich gut, dass die hier überall rumlaufen. So, hier sind wir irgendwo letztens hingefahren in so eine Höhle und da sind wir irgendwie stehen geblieben irgendwo. Lass mal da wieder hinfahren, ne? Vielleicht ist da was Schönes noch. Man liegt hier was Schönes, eine Kraftfeder, ne? Was machen die eigentlich nochmal? Ich glaube, die geben so ein EV oder so, ne? Irgendwie so was, was ich voll nervig finde. Ich habe die ganzen Bänder schon hier, damit ich besser EV trainieren kann. Also ja, voll Verschwendung. Also ich benutze die kaum. Hast du ja irgendwie so Items, die irgendwie EV löschen können? Ist ja gar nicht mehr. Also ich weiß, dass es euch was gab, aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen, was die gemacht haben. Wo man die findet, meine ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich konzentriere mich aufs Fangen. Ich gucke einfach nur um die Gegend hier, wie ich was finde. Hi! Azure! Du bist ein neues Pokémon. Was passiert eigentlich? Azurill ist da so ein Pokémon, das du, glaube ich, nur bekommst, wenn er oder allgemein ja so Pokémon, die so Duft so Duftgegenstände brauchen, um die Baby-Version von denen zu bekommen. Was passiert, wenn man die Baby-Version eigentlich in Hort abgibt? Kriegt man dann die normalen Version, weil man denen keinen Duft gegeben hat? Oder kann man die gar nicht ablegen? Ich glaube, die kann man gar nicht dann ablegen, ne? Oh. Eine Zuremel habe ich auch immer gern gehabt, glaube ich. Oh, ehrlich? Oh mein Gott, ehrlich? Du musst ja gerade jedermanns Zeit verschwinden, weißt du was eigentlich? Schon ein bisschen Baby-Pokémon. Ich werde ja wohl fangen können, ey. War nicht gerade ein Superwurf, der daneben gehauen ist, ey. Eins. 2, 3, boom. Cool. So langsam wird es aber so ein bisschen knapp mit den Pokémon, die ich hier finden kann, habe ich so ein Gefühl. Deswegen wäre es, glaube ich, klug, nächstes Mal weiterzumachen mit der Story oder anzufangen mit der Story, würde ich mal sagen. Die Kugel an seinem Schweif kann wie ein Gummiball hüpfen und steckt voller Nährstoffe, die Azurill zum Wachsen braucht. Und trotzdem springt er darauf herum und seine Lebensquelle so oder so sozusagen kaputt machen. Ah, du kannst mir wieder ein Pokémon zeigen, alles klar. Linfo, cool. Kannst mal direkt sagen, wo du das gefunden hast, ne? Komm, ich habe dieses Pokémon gefangen. Was hat denn gefangen? Das erzähle ich nicht. Was? Eisenschweif. Na, ja, alles TP ist, die brauche ich nicht wirklich. So, Blockkoloss, ich habe ich schon. Quapsel, ich habe ich schon. Mondstein, cool. Flieg und Sieg. Ja, da ist ein Krakello. Eisen. Okay. Habe ich solche Dinger nie gefunden im Originalspiel? Die hat man nirgendwo gefunden dann anscheinend, ne? So, wo bin ich jetzt hier? Neues Gebiet. Vater Rüstung. Ein Wuffels. Und da haben wir die Entwicklung von Linfo. Hui! Hypertrank und dann rein da. Da fahre ich einfach Pokémon, fang es dann. Wieso? Wieso? Okay, Donnerwelle. Ich habe gesagt, das Ding hatte Flexibilität, ne? Aber nö. Ich meine, verwechsel ich es gerade mit? Oh nee. Meditales. Die haben irgendwie so die gleiche Aura um sich herum. Natürlich sind auch beide Kampfpsycho, ne? Oh, oh ja, das hat weh getan. Okay, machen wir jetzt nicht so viel Probleme eher, bitte. Und tu nicht die ganze Zeit Sprungfehler einsetzen, das wäre voll dämlich. So, Pokéball, flieg, flieg.
So, bleib drin, bitte. Bleib drin, bitte. Bleib drin, bitte. Hey, danke schön. Cool. So. Ihr entwickelt euch verdammt nochmal. Okay. Beginnt jetzt einen wahrhaft starken Gegner, beißt es das Fell an seinen Arm ab, um eine Beweglichkeit zu gewinnen. Okay. Du bist nur Kampf. Sehe ich gerade. Ich dachte. Oh, ein Panzerero, cool. Metallmantel, cool. Komm mal runter. Einer der besten Stachler-User, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, wird dann immer so benutzt, competitive, ne? Danke. Panzeron. Oder eine voll dämliche Fluganimation. Wäre einfach komisch, wenn ihr so, wenn einige Vogel-Pokémon, Flug-Pokémon meine ich, also Pokémon, die aussehen wie Vögel halt, irgendwie so gar keine Animationen haben. Ja, ich glaube, bei Dings war das so, bei Taubers oder so, der ist echt Stachlein. Einfach nur so in der Luft gezittert, während dann auch hier so eine Animation die ganze Zeit hatte. Weil voll Gehirn gestört aussah. Oh ja, das wird nichts. Psycho ist nicht effektiv gegen Stahl, ne? Also, komm. Boom. Yep. Ist nicht sehr effektiv. Metall Sound. Der will mich ja voll Setup irgendwie. Das Gefühl. Ich weiß auch nicht für was, aber vielleicht werden andere Panzer und gleich auch noch den Kampf hier beitreten. Dreck. Sturzflug. Oh, da ist nicht gut. Mir tut er sich. Oh Gott, ja, das ist auch nicht gut. Ah, nee. Da hinten war noch ein Panzeron, aber trotzdem. So. Hau dich nicht selber kaputt, okay, Kollege. Na. Ah! Okay, noch ein Sturzflug und ich bin weg, aber ja auch, also was soll's. Was bleibt drin? Bitte. Oh Gott, das will wehtun. Für uns beide. Oh Gott. Oh, oh Gott. Es gab nicht so viele Pokémon, die viel aushalten können. Au! Ist gut, Kuro. Die ganzen Sätze müssen jetzt niemand nicht sein. Er kostet nur Zeit. Gott verdammt, ehrlich. Wie Stachler. Ist der dritte Stachler, was? Ja, da kann man nur zweimal auslegen. Alter! Jetzt bleibt gefälligst mal drin. Bleib drin. Bitte. Eins. Zwei. Drei. Ah, jawohl. Cool. So. Oh mein Gott, ich komme nicht dazu, die zu entwickeln. Gibt's nicht. Oh, seine Spitzenfinger sind schärfer als jedes Schwert. Es liefert sich ja bitte eine Revierkämpfe mit Kramor. Oh, stimmt. Habe ich voll vergessen. Das ist ja auch ein Stahlflug-Pokémon, ne? Damals dachte ich irgendwie, wäre irgendwie, weiß nicht, was voll einzigartig, so ein Stahlflug-Pokémon, aber habe ich voll vergessen, da gibt auch schon Panzeron. Manchmal, ach nee, das war Eisen, glaube ich, ne? Also ein Ausrufezeichen in einem meiner Beuteltaschen. So, ich habe so Gefühl, ich bin schon hier irgendwo, wo ich noch nicht sein sollte, ne? Natürlich kommt jetzt die Entwicklung von dem Ding, was ich hier schon entwickelt hatte. So, hey! Von dir habe ich schon einen Eintrag. Also, ich weiß, dass es dich hier gibt. Jetzt kriege ich noch einen Eintrag. Geil, ne? Okay, Trugschlag. Ich habe das eine Ding fast gewone-shottet, also ja. Aura-Sphäre. Ja.
Mach kein Mist. Schließ dich uns an. Sehr gut. Ganz einfach. Ohne zu wackeln, ohne sich zu wehren. Einfach eiskalt. Und diese anderen Pokémon krieg ich nicht entwickelt. Ein gut trainiertes Linfu kann in einer Minute über 100 Schläge ausführen. Nur 100. Jetzt eine Sekunde gestanden hätte, dann wäre ich beeindruckt gewesen. Aber 100, mein Gott. Ich erkenne das nicht richtig. Ist das auch wieder ein Dingens? Ja, ich habe nur den Kopf gesehen, deswegen habe ich nicht erkannt, was das war. So, hier oben ist auch irgendwie so ein Dojo, so wie das aussieht. Oh, ich dachte jetzt, hier wäre so eine Stufe, wo man runterspringen kann. Na, hey! Oh, Tauros! Dann schnappe ich mir auch noch ein Terrybark. Man, dafür war nervig zu bekämpfen, schwarz und weiß. Ja, ein Rivalin, die hat immer so ein Teil. Ja, voll tanky, hat voll viel ausgeteilt. Gegenstand. Oh nein. Oh. Okay. Oh nee, warte, ich glaube, du kannst Bodycheck. Ja. Lass dich bitte schnell einfangen. Ja. Und schon bleibt drin. Ich weiß, du kannst Bodycheck und du setzt aber wahrscheinlich direkt im nächsten Zug ein, ne? Ja. Das macht das einen Spaß. Die einen Dinger, die entwickeln sich nicht. Verdammt. Es ist sehr intelligent und traurig. Eine Theorie zufolge soll Terrybark das erste Pokémon gewesen sein, das in der Seite von Menschen gelebt hat. Schwachsinn. Glaube ich nicht. Einige Pokémon sind schon, weiß ich nicht. Die gibt es schon seit tausenden von Jahren, glaube ich. So, Tauros. Au. Oh, ja. Guck mal, hat glaube ich den gleichen Schreier wie Rihorn. Nein, verdammt ähnlich klingenden. Gibt immer so welche, ne? Ich glaube, Macholo und irgendwas anderes hatten auch einen fast ähnlich klingenden Schrei. Juha. Keine Ahnung. Wissen ist immer noch von Roxana. Ja, ich kenne einige Schreie auswendig, okay. Schon seit sehr langer Zeit Pokémon, okay. So, der haut mich im nächsten Zug kaputt. Egal, Trugschlag. Bin mir ziemlich sicher, du kannst auch. Ja, perfekt. Du kannst bestimmt auch Bodycheck. Oh, das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Aber weißt du, ich weiß gar nicht, tut Verwirrung eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Pokémon zu fangen? Die Paralyse, Verbrennung und all sowas natürlich, aber Paralyse, Verwirrung? Weiß ich gar nicht. War noch 5 Level für Krakelo. Komm. Dauert das denn so lange? Ich habe nur so eine Minute. Vielleicht finde ich noch was. Peitscht seinen Körper mit seinen Schweifen aus, ist vor sich geboten, denn es stürzt kurz davor, mit Karo auf sein Ziel loszustürmen. Es steht kurz davor. Hm. So, da ist auch noch eine Höhle. Glaube ich. Komm, irgendwann werde ich ihn noch finden. Komm, 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 komm. Sichlor, cool. Nein, richtig coole Pokémon hier. Ah, alter Freund, Sichlor. Ich habe ich auch gerne benutzt. Und Cheox, ich habe beide von ihnen gerne benutzt. Ich glaube, die haben sogar beide exakt die gleichen Werte. Nur eine ist halt Metall und der andere ist halt Käfer. So oder so. Trugschlag. Ja, wäre doch geil, so ein Sichtler als Trugschlagjäger. Wie war das? Jäger guckt mich nur so an. Wie war das? Jemand will mir meinen Job wegnehmen? Nein, nein. Ich hab ja auch erstmal irgendwie voll hoch, damit das ein verlässlicher Jäger wäre. Ich merke gerade, wir haben nicht sehr gute Pokémon für Sichtler. Eins ist ein Unlicht, eins ist ein
Pflanzen-Pokémon. Beides nicht sehr gut für einen Käfer-Pflanzen-Pokémon, Käfer-Flug-Pokémon. Konzentration. Schärft seine Sinne. Kenne ich gar nicht die Attacke. Ich nehme jetzt mal einfach an, der erhöht dadurch seine kritische Trefferchance, seine Volltrefferchance, ne? Paralamp. Ich muss den ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ja, ein Volltreffer, super. Ja, wir haben ja ein kleines Problem. ich muss Jäger wiederbeleben. Jetzt war auch nicht so viel aus. Ich sollte mal irgendwie so einen Tank irgendwie haben als Jäger. Der Jäger macht zwar eine gute Arbeit hier, Gegner schnell auf 1 zu bringen, aber oh mein Gott. Ich glaube, den kriege ich nicht. Der haut ja alles weg von meinem Pokémon. Ich muss Jäger hochheilen. Vor allem, der hat sich jetzt auch irgendwie voll hochgeballert hier mit Konzentration. Er wird wehtun. Okay. Ja, das auch noch. Geil. Er macht mich völlig gleich. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen schwächen, wenn es geht. Hier bin ich auf die Nüsse gerade. Oh mein Gott. Wie gesagt, ein Spezialangriff, ne? So, bleib drin, bitte. Ist gerade sehr gefährlich für unsere Gruppe. Nein, du. Oh Gott. Los, bleib drin. Mein super Wurf, ey, wir brauchen das gerade voll. Ja. Okay. Damit können wir auch den Part jetzt hier beenden. Nur weil das jetzt zu knapp war. Und den Luschen hier hat sich niemand entwickelt. Sehr gut gemacht, Leute. Gut, mit jedem Kampf werden seine Sicheln schärfer. Es kann selbst einen massiven Baumstamm mit nur einem Schnitt zerteilen. Okay, das klingt jetzt nicht so. Oh Gott. So, und da hinten sehe ich natürlich auch schon wieder ein neues. Und da ist ein Miltank. Natürlich ist da ein Miltank. Aber ich war genug für heute. Wie sieht unser Pokédex aus? 143 von 145. Ist das nicht gut? Gut, alles klar. Ich würde aber sagen, in den nächsten Part werden wir vielleicht mal ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte mich jetzt zu den ganzen Dingern hin teleportieren. Ich kann mich nur hin teleportieren, ne? Kacke. Wabelinsel. Wabeninsel. Ah, okay. Na gut, ich würde aber sagen, wir machen echt mal in der nächsten Folge weiter hier mit der Story. Einfach nur zu gucken, was uns hier mal so erwartet, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.